Hallöchen, meine Lieben. Was? Hallöchen, meine Lieben, mit Farmerinos. Achso. Stimmt, er verlegt ja den Boden neu. Okay. Jetzt bin ich wieder dabei. So, neues Rezept. Fruchtsaft. Fruchtsaft-Smoothie. So. Ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, meine lieben Freunde. Na, Leute, brauchen wir Fruchtsaft. Ich kriege Fruchtsaft. Wie kriege ich verdammt nochmal Erdbeeren? Ich meine, Äpfel und Trauben und so. Das ist kein Äpfel müssen wir mal wieder hier reinpacken. Ananas. Ja, das müssen wir im Sommer. Erdbeeren? Da wollen wir mal echt nachgucken. So, ich habe mal so ein bisschen. Oh. Ja, ich habe mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht. Ja, gut. Ihr habt heute nicht wirklich viel zu tun. Es regnet wie sonst was. Ich lasse auch heute mal hier unsere Sonne die ganzen Tiere, also die ganzen Sachen in die Tonne schmeißen. Nee, ich habe mal so ein bisschen nachgedacht, was Harvest Moon vor allem, was Story of Season angeht. So, also ich bin jetzt ganz ehrlich, ich möchte noch zumindest so weit spielen, bis unser Kind zur Welt gekommen ist. So, ich muss ehrlich gestehen, dass ich jetzt so zwiegespalten bin, was meine Lust und Laune angeht. Zu dem Spiel bin ich jetzt ganz, ganz offen ehrlich zu euch. Aber wir haben auch noch nicht so. Wir haben auch nicht wirklich alles erlebt. Wir haben uns, wie gesagt, für uns fehlt noch die eigene Familie, dann noch die Scheune, dann noch natürlich auch die Villa da. Und irgendwie möchte ich noch ein paar Sachen hier aber auch erreichen. Auf der anderen Seite denke ich mir aber so, das Problem ist, dass ich zurzeit zum Beispiel auch gar kein Spiel für 15 Uhr habe. Also, dass ich jetzt hier um 15 Uhr sagen würde, jo, ich spiele jetzt das und das Spiel. Habe ich nicht. Dazu kommt noch, dass ich eventuell ja bald für einige Monate weg sein werde. Und dann hier so erstmal keine Videos mehr drauf kommen auf dem Kanal. Was mir leid tut, aber Gesundheit geht vor. Fairerweise muss ich sagen. Und, ach nein, sein scheiß LAN am Dienstag ist ja auch zu wieder, ne? Boah, ich hasse diesen Jeff. Wieso hat der an zwei Tagen zu? Das ist schlimmer als Pierre bei Stardew Valley, ernsthaft. Und da überlege ich, ob ich das, das war ja auch eine Überlegung, ob ich das für 15 Uhr nehme. Und wie bereits gesagt, keine Ahnung, ob ich dann hier jetzt unbedingt was Neues anfange. Wenn ich denn demnächst vielleicht für ein paar Monate weg bin. So. Ja, ein bisschen quackelig. Also ich hoffe mal, dass ich das hier noch fertig kriege, bis ich los muss. Auch um 20 Uhr wird auch weiterhin Dings laufen. Also wird auch weiterhin Minecraft laufen. Da wird nichts Neues kommen. Kann sogar sein, dass ich also wenn ich zurückkehre, dass ich sogar Minecraft dann auch wieder aufnehme, weil Minecraft macht mir unglaublich Spaß. Ohne Frage. Ohne Zweifel. Vor allem jetzt, wo wir das neue Dorf gefunden haben, also dieses Wüstendorf und langsam anfangen, das alles zu einer richtig schönen Stadt auszubauen. Bin ich aber derzeit, muss ich ehrlich gesagt, noch nicht so wirklich zufrieden. Weil zum Beispiel allein das Community Center ist toll, ohne Frage, ja. Aber ach, ich glaube, die sind hier wahrscheinlich so mega billig, weil irgendwie wachsen alle zwei, drei Tage nach. So. Ich habe gerade gleich Tatsache keinen Platz mehr in meiner Tasche. Wie ich es gerade sehe. Na gut, dann gehen wir gleich mal zu den Wichteln. Fragen, ob sie uns nochmal helfen würden. Ja, dachte ich mir schon. Was ich sagen wollte. Ich denke mal, dass wir im Winter aber wahrscheinlich die Wichtel auch nicht in Anspruch nehmen werden, was hier die Arbeit angeht. Weil um die Tiere werde ich mich wahrscheinlich auch noch selbst kümmern. So, alles rein hier. Oh, 11.000. Nice one. Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, also ich bin da auch noch nicht wirklich so zufrieden. Allein zum Beispiel, was unser Gemeinschaftszentrum da angeht. Aber es ist wahrscheinlich auch nur so eher die Idee, nur so ein bisschen Deko-Sache einfach. Ich bin ja so jemand, wir haben ja noch nicht mal unser eigenes Haus dort richtig fertig gemacht. Ich meine, da fehlen Möbel, Deko, blablabla, alles ist. Ich habe auch so den Geburtstag vergessen, ne? Das ist ein bisschen daneben, weil man manchmal ja auch Dings bekommt. Hi.
Felder gießen. Und zwar für 7 Tage. Richtig. Ich danke dir. Ich kann dir was zu tun geben. Wie wär's mit Felder gießen? Für 7 Tage. Ja. Sehr schön. Ja, und das jetzt zum Beispiel um 17 Uhr. Da habe ich mir einfach gedacht, so, ja, ich habe jetzt nicht wirklich Lust auf Pokémon noch. So wird jetzt zum Beispiel alle 3 Tage wahrscheinlich eine Folge Warum kommen. Also dieser Wir reden alles durcheinander Podcast. Und dann die anderen beiden Tage werde ich wahrscheinlich eins der neuen, also ein neues Spiel dazu besprechen. Eins, was ich schon länger im Auge habe, muss ich ehrlich sagen. Wo ich mir jetzt gedacht habe, du, kann man ja mal machen, ne? So, ich bin gespannt, was wir heute für Geld kriegen. Vielleicht kriegen wir heute die 30.000 zusammen für unser Bad, also für unser Badezimmer. Ja, aber noch nur hier auf Story of Season zurückzukommen. Ich gehe davon aus, ich bin ganz ehrlich, ich gehe davon aus, dass ich das jetzt noch laufen lassen werde, bis ich wirklich wegfahre. Also dahin, wo ich jetzt nicht so wirklich punktuell drauf eingehe. Ich kann einfach nur sagen, dass ich für 2-3 Monate in die Klinik fahre. Und von daher habe ich natürlich dann dementsprechend keine Möglichkeiten, irgendwas aufzunehmen. 41.000, holy shit. Keine Möglichkeit aufzunehmen oder sonstiges. Und ich gehe mal davon aus, wenn ich zurück bin, dann wird sowieso erstmal anders im Fokus sein, aber dann werde ich wahrscheinlich auch neue Sachen aufnehmen. So. Die Äpfel packe ich gleich erst einmal in den Kühlschrank. So. Obwohl, Quatsch, die kann ich jetzt wegpacken. Weil wir kriegen höchstens so erst nächsten Sommer das, also wenn wir den Fruchtsaft machen könnten, wollen würden. Da die Ananas erst nur im Sommer wächst. Und man hier leider kein Gewächshaus hat. So. Hi. Man weiß ja dann nicht so, wenn ich zurückkehre, weiß ich ja nicht, worauf ich Lust habe, ob dann überhaupt sowas wie Let's Plays überhaupt noch möglich sind, ne? So Leute zu sagen. Immerhin kommen jetzt ja die Upload-Filter, wie es so schön heißt. Und da bin ich auch noch sehr gespannt, was da noch alles auf uns zukommen wird. Da werden die Upload-Filter wirklich so massiv krass werden, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier ruhig bleiben wird. Vor allem nicht hier Generation Internet. Das könnte übel werden. So. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Erstmal hier raufgucken. Ja, guck mal, heute hat der Doktor Geburtstag gehabt. Ganz verpetzt. Morgen hat Kater Geburtstag. Okay. Letzte Folge? Nee, haben wir nicht verpasst. Rick? Oh, Entschuldigung, wer ist ein Kater? Ja. Arbeitest du jetzt noch mitten in der Nacht hier? 20.000 insgesamt. Sehr schön. Das ist ganz fertig. Ja, der Boden sieht schön aus. Das ist toll. Gut. Es ist mal wieder überall nur Sonne. Warum findet dann dieses Flauschfest auf dem Hauptplatz statt? Das kann jedes erwachsene Tier teilnehmen, das noch trächtig, das nicht trächtig ist und nicht gerade geschoren wurde. Sieht es nicht aus, als hättest du ein teilnahmeberechtigtes Tier. Das verarschen. Ich bin ganz ehrlich, ich wollte da jetzt wirklich teilnehmen. Ah, hier ist auch noch Spinat. Ich glaube, ich muss wirklich wieder noch was anpflanzen hier. Ich hatte wirklich die Idee gehabt, mit Muffin teilzunehmen. Einfach mal so just for fun. Ah, Terror. Aber gut, wenn ich mitmachen darf, weil Muffin geschoren wurde, dann. Dann behalt dein Mist, so. Das will ich auch noch machen. Mit an einem Derby teilnehmen mit Augustus. Und an so einem anderen Fest damit Dings hier. Oh, heute ist Mittwoch. Das heißt, heute ist doch hier dieser Wahn. Am Verkaufen. Müssen wir gleich mal hin.
natürlich bei Gott gleich noch das Dings bestellen. Das Badezimmer. Ja. Und natürlich in der Stadt dann nochmal noch extra hier Saat kaufen. So. Mann, das ist wieder eine Menge hier, ey. Nini. So. So. Und dann muss denn unser Fertig wieder da. So, dann schmeißen wir erstmal den Kram in die Kiste. Bin gespannt, was uns das. Oh, ich habe vergessen, gestern der Erntegöttin ein Geschenk zu bringen. 8000 nur, ey. Dafür, dass der Spinat nur einmal erntebar ist, ist das ziemlich wenig. So, wir beeilen uns auch schnell. Zack. Hi. Ja, Karotten werde ich wahrscheinlich mitnehmen, ne? Ja. Der Spinat ist doch wesentlich billiger, wie ich das gerade sehe. So, wir haben vier Felder. Vier Felder für die Karotten. Vier. Aber weißt du was, ich kaufe einfach gleich mal ein paar mehr hier. Reicht sogar noch fürs Badezimmer. Kann man sonst für nächstes Jahr ja auch in die Werkzeugkiste tun. Hallo, yo. Überhaupt niemand da. So, Gott. My friend. My friend. So. Hi. Renovierung. Oh nein, er braucht 300. Gut, dann kaufe ich jetzt 300 Holz, 300 Steinblöcke und dann müssen wir halt noch ein bisschen sparen wieder. So, ja, hier. 1, 2, 3. Ja, ja, mach das mal. 1, 2, 3. So, ja, zack. Gut. Toll. Ja, hätte ich mir darauf achten sollen. So, dann hier. Ich wollte gerade sagen, das hat mir sehr gefallen. Hier ist ein Geschenk für dich. Meine Tasche ist voll. Weil ab und an schenkt sie ja eben so dieses weiße Gras. So, heps. Dann mal kurz das Holz hier rein. Ja. Jetzt war ich ein bisschen, übermütig und zu schnell. So. Zack. Jetzt haben wir alles, ne? Genau, jetzt muss ich gleich endlich nur noch. Eigentlich sollte ich jetzt mal kurz Dings hier für. So, hier. Also ich. So. Karotten für. Teilen. So, perfekt. Die Kamera bleibt doch mal, weil wir hoch und runter fahren hier. So, so. Ich wollte gerade sagen, was sagen denn jetzt unsere Naturgeister? Hier, 7 Tage. Pflaume ist morgen weg. Und Minze. Okay, wir müssen Pflaume und Minze dann morgen wieder besuchen gehen. Und ansprechen. Hey, hier, hilf mir mal. Mit meiner Ernte, Mann. So. Aber geliebt gehabt habe ich. Ich wollte gerade sagen, gedrückt habe ich euch heute nicht. Kuschelt hier. Hier, diese Fusion aus 10.000 Tieren hier. So. So, kommt ihr noch hin? Und wir müssen jetzt noch die Karotten nachgießen, Freunde. Hallo Elise. Hallo Muffin. Ja, Muffin.
Da hat der alte Mann einfach ganz frech gesagt, wir dürfen nicht teilnehmen. Nur weil du kein dicker Flauschball bist. Sehr schön. Das schauen wir uns mal an hier gerade. Die wunderschöne Arbeit. Die sind echt langsam, also die werden glaube ich auch flatter so langsam, ne? Leute, wo wollt ihr hin? Hier oben ist noch ganz viel. Ich werde jetzt noch mal einen Schluck Kaffee trinken. Und ich über meine Kopfhörer aufregen. Weil die gerade wieder gespannt haben. Und fertig sind sie. Ich bin begeistert, Freunde. Ich bin begeistert. Oh, wieder 10.000 oben drauf. Sehr schön. 10.000 oben drauf. Ja, jetzt müssen wir nochmal 15.000 sammeln. Dann können wir das. Oh, na, sie juckt. Dann können wir das Badezimmer machen. So, Leute. Ich würde sagen, das war's dann auch wieder für heute. Erstmal stecke ich jetzt ein Blümchen rein. So. Ihr schmeißt einen Daumen auf das Video. Denkt daran zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht haben wir aber beim nächsten Mal schon die 15.000 dazu verdient. Und können uns schon das Badezimmer leisten. Gucken wir mal. Bis dahin. Cheerio.